So, willkommen zurück zu Folge 2 Weihnachten. Ich begrüße euch herzlich. Hier sind wir jetzt nun in der zweiten Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran gefunden, die Folge 1 zu gucken, und jetzt Folge 2 geht's weiter. Ihr seht, ich habe den Baum schon eingeschaltet. Ja, der Baum ist schon an. Des Weiteren habe ich mir einen Kranz besorgt. Der ist ja kein Kranz, das ist ja ein Gesteck. Und ja, wir werden heute weiter gucken, ein paar weitere Rückblicke, denn wir feiern ja jetzt bald einjähriges Let's Play Live Show. Im Februar ist es nämlich soweit, am 7.2. gab es das erste Mal Let's Play Live Show. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Ich bin immer noch am Leuchten. Das kann man am besten sehen, wenn man es so macht. Ich leuchte. So. Ja, genau, wir gucken jetzt zusammen zurück auf ein, ja, kleines Highlight, was ihr selber noch gar nicht gesehen habt. Und zwar habe ich mir das ein bisschen aufgespart, jetzt auch für Weihnachten, für diese Folge, für Special. Und zwar ist mir da im Let's Play von Metro was passiert, das so um die Folge 18, 19, 20 rum passiert ist. Das habe ich aufgenommen und da hatte ich ein klein wenig ein Problemchen gehabt. Und das schaut ihr euch jetzt mal an. Viel Spaß dabei. Brenn! Brenn! Alter, was ist hier los? Meine Fresse. Jetzt habe ich aber die Faxen dicke, ey. Wie war das nochmal? Achso, genau. Ach, ich kann gar keine Munition mehr holen. Ah, sau der Witz des Tages. Aber. Haha, aber hier überall Munition mitnehmen. So, jetzt aber. Auf ein neues! Ratatatata! So, jetzt aber. Mein Gott. Wattenstress! Wattenstress! Gott, Wattenstress! Wattenstress hier! Oh nein! Auf Toilette, ey. Aber ganz dringend, mitten im Let's Play. Das ist natürlich auch geil. Ja, super. Ja, so kann es gehen. Wenn man mal dringend auf die Toilette muss, ja, dann hilft auch das beste Let's Play. So schnell geht es da nicht um. Und da musste ich dann, wie gesagt, ganz schnell auf die Toilette. Sonst wäre es schief gegangen und ich hätte dann, ja, glaube ich, auch ein paar Monster in der Hose gehabt. So wie bei Metro. So, wir schauen weiter zurück auf die Let's Play Live Show und da ja jetzt auch schön Weihnachten bald ist oder steht ja bald vor der Tür, dieses Video, denke ich mal, wird so um den zweiten Advent wahrscheinlich erscheinen und ihr seid natürlich auch schon in weihnachtlicher Stimmung und ich natürlich auch schon und da schauen wir jetzt mal gemeinsam zurück auf eine weitere Folge und zwar auf Outlast schauen wir jetzt. Und zwar, leider sind die Kommentare nicht drauf. Ich habe nur noch zwei Folgen gefunden von den allerersten Folgen von Outlast in der Let's Play Live Show. Und da schauen wir jetzt gemeinsam zurück auf diese Folge. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr die mit mir zusammenschaut. Also viel Spaß nun dabei. Dazu kommt noch, dass ich alle Dokumente sammeln und alle Aufnahmen. Deswegen 2.0. Das haben wir ja gestern schon versucht. Nach etlichen kläglichen Versuchen. Gizmo spielt gerade mit... Der Reiseleiter ist... Weiß ich gar nicht, ob Pit da ist. Pit, der Reiseleiter von Mount Massive, der uns so durch die Welt führt. Gizmo spielt gerade mit dem Kabelbinder, den er wohl irgendwo gefunden hat. Okay. Hat voll Spaß damit.
schmeißt sich jetzt dahin, okay. empfehlenswert mal zu zocken. Definitiv, Ben. So, wir packen die Kamera ein und los geht's. Alles aufnehmen. Oh, mein Magen meldet sich schon. Ich nehme nochmal einen Schluck. Prost. Kann sein, dass da noch Killzone steht. Die Aktualisierung ist immer so ein bisschen, hinkt so ein bisschen hinterher. Ja, der Stream läuft schon. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. hallo Patrick und Jones, ich grüße euch oder dich, wie auch immer. Das Spiel ist heftig, ja. Hat 1 plus 55 minus 8 plus 2 minus 7. Hä? Hallo G-Svenno, schön, dass du auch wieder dabei bist. Ich werde jetzt hier nicht meine mathematischen Kenntnisse preisgeben. Er hat mir gestern einen Horrorfilm mit der Psychiatrie angesehen, war ganz gut, okay. Genau, keine Rechenaufgabe um die Uhrzeit, bitte. Das wäre jetzt zu viel. Ghost Adventures? Nee, hab ich nicht. Das war mir dann doch zu spät. Aber heute werde ich definitiv mir eine reinziehen, ne? Oder angucken. Ghost Adventures, nur zu empfehlen auf YouTube. Eigentlich ja auf Travel Channel, was wir ja hier nicht kriegen. Wer auf sowas steht mit Nachtsicht und so ein bisschen Geister gerne sehen möchte, sollte das sich mal angucken. So. Zack, bekomme ich eine Nachricht von Chili. So. Wann geht's los? Es geht schon die ganze Zeit los, oder was meinst du? Bambo? Bambo Schmora? Hab ich das richtig gelesen? Killzone war eigentlich ganz okay. Gut, natürlich jetzt nicht so ein Andrang wie bei Outlast, das ist klar, aber ich denke mir mal, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich werde ein Voting starten auf Facebook, ob ich's lieber Let's Playen soll oder lieber Stream. Aber es lief eigentlich ganz okay. Jetzt weiß ich, wie er Grave Encounters. Oh ja. Das ist auch ein ganz toller Film. Ich fand bei Grave Encounters fand ich die Szene so geil, wo die da in die Tür reingegangen sind. Hier war doch der Eingang. Was ist denn jetzt los? Das ist so geil. Da habe ich auch blöd geguckt. Weiß ich gar nicht. Warte, ich habe ja gesagt, dass er gut ist. Ja. Prost. Ja, Paranormal Activity war 1, 2 und 3 ging auch noch, aber dann so danach, weiß ich nicht, da wurde es ein bisschen albern, weil man wusste ja, was auf einen zukommt. So. Die Akte mitnehmen. Ja, Stream ist sowieso zeitversetzt, das ist normal. Das sind 30, nee, 40 bis 50 Sekunden, glaube ich, ne? Versetzt, glaube ich. Oh ja, Slender The Arrival soll ja angeblich auch noch für die PlayStation 4 kommen. Ne? Mhm. Die haben aber gesagt, es soll angeblich soll Slender Arrival für die PlayStation nochmal einen Zusatzgegner bekommen. Es soll ja nicht nur der Slender da drin auftauchen, sondern es gibt ja da noch jemand anders. Und für die PlayStation entwickeln sie angeblich noch einen anderen Gegner. Na, schauen wir mal. Ja, auf Dying Light auch. Bin ich auch gespannt. Aber im April kommt ja
Daylight. Denn, denn. Genau, und in 2 Wochen natürlich. Ja, aber ich sag mal, ich war ein bisschen vom zweiten Teil von Dead Island enttäuscht. Für mich war es relativ viel verbuggt. Das hat mich tierisch geärgert. Der erste war cool, mit der Insel und da alles, mit dem Hotel, das war richtig schick. Revenant 2 gibt es bisher nur in Englisch, das weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, wenn überhaupt. Ich glaube, das ist ein kleines Mädchen. Ja, ich habe mir ein paar Streams mal angeguckt. Die Amis spielen da schon Thief. Sieht ganz lustig aus. Ja. Achso, Slender und das kleine Mädchen. Hallo, es ist schon 22.09 Uhr. Ja, das stimmt. Bei wem? Ach so. Bombo Schmora, also der Stream läuft schon wieder mit Outlast. Vielleicht sollst du mal aktualisieren oder so. The Conjuring war auch klasse, ja. Ja, wie gesagt, bei Slender gibt es 2 Gegner. Ich weiß halt, der Slender halt und dann irgendwie so eine, ich glaube, eine Frau oder so ein Mädchen, was man da hinterher rennt hinter einem und dann soll angeblich für die PlayStation halt noch ein Gegner da hinzukommen. Aber lass uns einfach mal überraschen. Ich dachte zwar. Echt? Dachte 20 Uhr? Hier den Sinister, den habe ich mir letztens angeguckt auf der PlayStation 4. Aus dem Store. Den kann ich auch nur empfehlen. Herzen. Ist ja auch von den Paranormal Activity Machern. Herzlich ans Herz legen, den Film Sinister. Sollte man sich mal angucken. Da geht es halt um so einen Serienkiller. Der Familien, glaube ich, umbringt, war das irgendwie. Ich krieg's jetzt auch nicht mehr genau zusammen. Ich möchte ja auch nicht zu viel verraten. Alma aus 4. Oh ja, 4 habe ich gerne gespielt. Das war so das erste Spiel, wo ich wirklich richtig Angst hatte, es zu spielen. Zumindest in den ersten und den zweiten. An einigen Stellen war es schon vor allen Dingen die Schule beim zweiten. War das übel. Wo es so duster war dann. Mahlzeit, Mev, ich grüße dich. Ja. Prost. Bumbo, es geht schon los. Du solltest vielleicht mal dein Stream aktualisieren. Oder halt einfach mal nochmal suchen, weil es läuft schon. Vielleicht kann ihn das mal einer schreiben von euch, dass der Stream schon wieder läuft. Weil ich glaube, bei ihm scheint es nicht zu funktionieren. Oder schreiben vielleicht. Weil er schreibt ja die ganze Zeit. Ach, und das mit dem Anhalter, den sich später an Tankstelle. Achso. Ja, Pit, wie gesagt, 4 war sehr geil. Da habe ich mich echt erschrocken an. Ich glaube, beim zweiten Teil war das mit der Schule. Oder die Geister kamen. Mein Gott, war das gruselig. Stream aktualisieren, genau. Bumbo Schmora, glaube ich, heißt der, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Genau. Am besten Richtung 1. Ja, mit Leon, der vierte. Doch, der war auch ganz cool mit dem Dorf. Das fand ich ganz geil gemacht. Aber mir wäre lieber, wenn es wie der erste wird, wie das Remake für den GameCube damals. Das war richtig klasse. Das hat mir richtig gut gefallen.
Ja. Ja, endlich. So, und ja, willkommen wieder zurück. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Ich hatte in der ersten Folge hier in diesem Weihnachtsspecial, hatte ich gesagt gehabt, dass ich so um die 2 bis oder 3 bis 4 Folgen machen werde. Ich denke mir mal, dass diese Folge wahrscheinlich doch schon die letzte sein wird, weil das ganze Videomaterial ich leider noch nicht ganz zusammenbekommen habe, so im Laufe des Jahres jetzt, weil es sehr, sehr viel Arbeit ist. Ich bin allein, also wie gesagt, nicht, dass viele denken, boah, da wirken noch wahrscheinlich noch welche hinter ihm, die so eben so ein bisschen mithelfen. Es unterstützen mich natürlich einige, auch ihr unterstützt mich natürlich, indem ihr meine Videos guckt. Und nein, ich bin da, wie gesagt, alleine, dürfen wir das nicht böse nehmen, auch wenn mal ein Let's Play vielleicht nicht jeden Tag kommt. Es ist halt sehr, sehr zeitaufwendig, das muss man natürlich dazu sagen. Und ich bin, wie gesagt, allein, ich mache das alles alleine. Das ist viel Arbeit, das hoffe ich, das wisst ihr. Und das wisst ihr natürlich jetzt auch, was ich jetzt gesagt habe. Und da dürft ihr mir nicht böse sein. Wie gesagt, wird dann wahrscheinlich jetzt die letzte Folge sein. Und um euch das ganze Weihnachtsfest noch zu versüßen wohl eher, würde ich sagen, schaut ihr euch und ich mir jetzt auch einen weiteren letzten, allerletzten Rückblick an. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt schon frohe Weihnachten, ja? Und dann sehen wir uns definitiv auf jeden Fall wieder in der Let's Play Live Show. Dann ist ja noch nicht vorbei. Wir sehen uns ja noch freitags und samstags immer noch in diesem Jahr. Und nicht vergessen, die Silvester-Gala, ja? In der Let's Play Live Show gibt es nämlich eine Silvester-Gala, also ein Silvester-Special. In der Let's Play Live Show dürft ihr einschalten. Und da sehen wir uns dann auch in diesem Jahr wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und jetzt, wie gesagt, viel Spaß, noch einen letzten Rückblick. Frohe Weihnachten und macht's gut. Und lasst euch reichlich beschenken. Ciao. War fast richtig. Ja, genau. Fast richtig. Was zum 30. Streams dann. Da müsste ich, glaube ich, in der Halle dann, glaube ich, die PlayStation 4 mitnehmen. Denn ich werde dann wahrscheinlich eventuell ein Fan-Treffen machen. Zum 30. Ja. Für die, die ein bisschen länger im Stream dabei sind schon. Und dann werde ich eine große Geburtstagsparty machen. Zeigt Glitches von Outlast. Ich bin Punkt, 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 Punkt alt. Okay, Pit. Ich bin.
mich unterstützen.